Moin und Wortmann Zeil vom Team Winz. Alle reden davon, zu Hause Trinkwasser zu bunkern für den Notfall. Was aber mache ich, wenn ich unterwegs bin, auf Reisen bin, wandern bin, jagen bin, zelte, fische und ich habe keinen Wasservorrat mehr bei mir? Eine gute Alternative bietet ein Reinigungssystem, um direkt Wasser aus dem Fluss oder Bachlauf zu trinken. Vorstellen wollen wir Ihnen heute den Personal Water Filter Life Straw, ein Strohhalmsystem, mit dem ich aus jedem Fluss oder Bach trinken kann. Wir zeigen Ihnen mal, wie das Ganze funktioniert und schauen auch, ob das Wasser noch schmeckt. Der Life Straw besitzt zwei Filtersysteme. Einmal Glasfibermaterialien und ein Kohlenstofffilter. Der Glasfiberfilter filtert bis zu 1000 Liter Wasser, während der einmal aktivierte Kohlefilter nach 3 Monaten ausgetauscht werden sollte oder nach maximal 100 Litern. Hier oben erkennt man das Mundstück, den Fiberglasfilter und den Kohlefilter. Das heißt, es sind 2 verschiedene Filterstufen, bevor das Wasser beim Mundstück angekommen ist. Der Life Straw reduziert im Prinzip schlechten Geschmack des Wassers. Er reduziert Schadstoffe wie Herbizide, Pestizide, fast 99,99% aller uns bekannten Bakterien werden hier gefiltert. Und alles, was Ihnen so einfällt, ob es Kolibakterien oder andere Krankheitserreger sind, all diese werden vom Life Straw gefiltert. Der Life Straw arbeitet ohne Strom, er arbeitet ohne Chemie, ist sehr klein, sehr leicht und kompakt, passt in jeden Rucksack und ist so eine echte Alternative für die leere Wasserflasche. Vor Benutzung entferne ich die Schutzkappe vom Kohlefilter und vom Mundstück. Sauge dann Wasser an. Jetzt warte ich ca. 15 Sekunden, bevor ich das Wasser wieder ausblase und damit auch die letzte Luft aus dem Life Straw entferne. Und danach kann ich ganz normal trinken. Also wirklich eine Hilfe für die Not. Das Wasser schmeckt, wie man es von zu Hause gewohnt ist. Überhaupt kein Problem. Viel Wortmann Zeil auf Ihren nächsten Abenteuern. Wünscht das Team Winz.